Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Offizier auf Weltreise. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir kommen also in Bandung an und leihen uns wie immer einen Roller. Wir wollen also die Stadt und die Umgebung auf eigene Faust erkunden und haben uns wie immer einen Roller gemietet. Wir wollen also nicht diese klassischen Touren buchen, sondern alles selber erkunden. Und wir fahren zu einem Vulkangebiet. Indonesien ist ja bekannt für die Vulkane. Und wir kommen zu einem Ort, wo das Wasser brodelt, wo es also heiße Quellen gibt. Ich bade da drin, du siehst das, wie ich meine Füße rein tue. Es hat sehr geregnet, wir sind ja in der Regenzeit jetzt gerade da, aber super spannend. Wie also so ein Vulkan aussieht, was man dort machen kann, siehst du jetzt in diesem Video. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Offizier auf Weltreise. This is my story. So Dani, wohin geht's denn jetzt? Auf die Vulkane! Ja, wie hätte es anders sein können? Wir haben uns einen Roller gemietet, damit wir hier aus Bandung mal ein bisschen flexibler sind. Weil hier in Bandung haben wir echt noch nichts gefunden, wo man nett spazieren gehen kann, was man sich angucken kann. Also deswegen haben wir uns einen Roller gemietet, weil wir wollen den ersten Vulkan sehen. Und da fahren wir jetzt hin. It's okay. There he is. Also, wir sind angekommen an diesen zwei Kraterpunkten. Mussten echt durch viel Regen fahren, also so einen richtigen Mini-Monsun. Das ist ja nicht das Tragische, weil der Regen ist auch nicht jetzt super kalt und tut weh irgendwie auf der Haut, sondern ist ganz okay. Aber wenn du Roller fährst, dann wird es A gefährlich und B wegen der Sicht und so. Aber wir haben uns da gut durchgekämpft. Und ich sage ja auch immer, life begins at the end of your comfort zone. Und Mel hat mich als Beifahrerin hinten immer gut motiviert, aber wir mussten wirklich Pause machen, weil da kam ein bisschen viel Regen runter und mussten wir auch so Serpentinen fahren. Und jetzt sind wir hier angekommen und haben einen Local Guide. Hallo. haben einen Local Guide an die Hand bekommen. Du darfst hier nicht alleine hoch. Der Vulkan ist auch manchmal noch aktiv, aber darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass der hier Magma von Felsklumpen speit, sondern brodelt halt noch so ein bisschen. So, wir freuen uns mal, dass wir ein bisschen wieder rauskommen. Vielleicht hört man das an der Stimme noch. Wir sind immer noch irgendwie ein bisschen angeschlagen. Nicht, dass das Corona war. Könnte sein. Aber jetzt sind wir fit genug, um hier zu laufen, uns den Krater anzugucken und wie das aussieht, siehst du jetzt. Thank you.
Doch, heiß? Boah, ist heiß! Da kannst du dich jetzt ein bisschen aufwärmen, da für die Rückfahrt. Ich muss das Handy wegpacken, sonst wird es gleich nass. In Germany, we are in size like this.